muss Logbuch essen. Bonjour. Bonjour! Bist du der Garçon Timmy Turner? Oui. Wir haben dein Message im Internet gelesen, sogar wir in Nord-Quebec. Wir wünschen dir Glück bei deiner Mission. Merci. Die Schnecken könnt ihr behalten. Ich bin über das Meer bis nach Grönland gefahren, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja, das kam jetzt ungelegen. Grönland! Es ist nicht grün und Land sehe ich auch keins, wenn das mal kein Scherz ist. Nur noch wenige Kilometer nordwärts, dann werden wir den Weihnachtsmann endlich los. Ja, dann gibt's im Kalender bald einen neuen super Feiertag. Hello, Neu-Ostern-April-Lindinstag. Hello, Neu-Ostern-April-Lindinstag. Was du dir alles merken kannst. Hey, wer ist denn das einsame Herz? Hallo, kann ich mitkommen, den Weihnachtsmann schnappen? Wer bist du? Ein Feiertagsvertreter wie ihr. Ich bin, der Geburtstagsjunge. Hopp rein! Ihr habt nur einer und das bin ich. Keine Geschenke für Groß und Klein, es muss mal Feierabend sein. Diese Spielsachen taugen nichts. Mir gehen die kreativen Ideen aus. Klaus, du arbeitest dich noch kaputt. Na und wenn schon, mein Engel. Solange noch Weihnachten ist und ich die magischen Kräfte habe, muss ich allen Kindern das geben, was sie sich gewünscht haben. Psst, Cosmo, Wanda. Timmy? Nicht doch. Timmy hat eine pinkfarbene Kappe. Das ist der Geburtstagsjunge. Hör zu, ich muss vor den Typen hier zum Weihnachtsmann kommen. Ich brauche eure Hilfe. Wir haben keine Zauberkraft mehr. Aber ihr habt noch die Kronen. Hey, der Reifen wurde mit den Kronen der beiden Zauberpaten durchstochen. Wer hat das getan? Und wo ist deine Windel? Diese Windel riecht zwar ein bisschen, ist aber super schnell. Ich reise mit Stinkgeschwindigkeit. Schnell, du musst von hier verschwinden. Wer bist du denn? Und warum riechst du wie eine schmutzige Windel? Ich bin Timmy Turner. Ich Doofmann hat mir gewünscht, dass jeden Tag Weihnachten ist. Augenblick, mein Sohn. Sich für jeden Tag Frieden und Freude auf Erden zu wünschen, ist eine wundervolle und rührende Idee. Aber du bekommst nur noch Kohlen für den Rest deines Lebens. Sie haben Kohlen. Schön. Ist mir egal, wenn ich nie wieder ein anständiges Weihnachtsgeschenk kriege. Jedenfalls seid ihr in großer Gefahr, weil... Oh nein, sie sind da! Was wollt ihr unwichtigen Kerle hier? Wir wollen Weihnachten auslöschen und seine Magie übernehmen. Schnell! Verflucht, Mistelzwein! Auf unsere Freundschaft, sie bedeutet mir viel! Jetzt ist Schluss mit Jingle Bells, Opa! Auf ihn!